Kamera läuft? Ja. Sehr gut. Fabian und ich sind immer noch am Strand unterwegs und es gibt immer was zu fotografieren. Wir suchen jetzt nach Strandgut, nach Strukturen im Sand und wir haben zum Beispiel das hier gefunden. Eine Einwegmaske. Ganz aktuelles Thema, diese Masken und Corona natürlich, aber wir sind Naturfotografen und dementsprechend suchen wir Strukturen oder Strandgut, irgendwas Natürliches, was Schönes im Sand. Und da hat Fabian was ganz Cooles entdeckt, eine Muschel, die super schön rausstand und die hat er wunderschön freigestellt mit seinem Teleobjektiv. Also ich habe jetzt diese Muschel da fotografiert und ist eigentlich ganz witzig, wie ich die gefunden habe. Ich habe eine Möwe fotografiert und war dann am Anfang noch zu blöd, um die Kamera an den richtigen Ort zu positionieren und zu fokussieren. Und dann war auf einmal die Muschel scharf im Sucher. Dann dachte ich, ja, wieso eigentlich nicht? Habe ich zuerst die Möwe noch fotografiert und als sie dann weg war, bin ich zurück zur Muschel gekommen. Bei diesen Aufnahmen ist eine offene Blende sehr wichtig, damit der Hintergrund schön verläuft. Die ISO habe ich jetzt eher tief gehalten für gute Bildqualität. Und von der Gestaltung her, seht ihr, habe ich mich ein bisschen versucht, die Drittelregel zu befolgen, dass die Muschel ungefähr da in diesem Drittel sich befindet. So, wir sind mittlerweile auf dem Weg zurück zum Auto und laufen hier entlang dieser überschwemmten Bereiche entlang. Gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff, aber dadurch, dass ich nicht von der Küste komme, habe ich natürlich keine Ahnung, wie das heißt. Weißt du es? Ich komme aus den Alpen. Die wissen das noch weniger. Und die Wellen im Sand sehen natürlich super stark aus. Außerdem haben wir diese Farbkontraste und Farbübergänge. Und da drüben noch ein Eyecatcher, die Muschel, eine orangene Muschel. Deswegen musste ich doch mal anhalten und noch ein Foto machen, weil das sieht ziemlich gut aus. Und das sind auch eben solche Strukturen, die findet man immer und überall am Meer, wenn man natürlich Sandstrand hat. Und ja, das ist einfach ein tolles Motiv, kann man auch schön in Szene setzen. Und diese Flächen werden eben auch sehr gerne von Limikolen besucht. Da gab es vielleicht schon ein Video oder es gibt ein Video dazu, je nachdem, wann wir es hochladen. Und sie suchen eben in diesen noch feuchten, seichten Gewässern, Wasserflächen nach Nahrung. Fabian hatte sogar eben eine. Ein Kiebitz-Regenpfeifer. Genau, ein Kiebitz-Regenpfeifer. Bild blenden wir bestimmt mal ein. Fast aus wie ein Goldregenpfeifer, aber wenn er die Flügel hebt, seht ihr eine schwarze Achsel. Ganz charakteristisch für den Kiebitzregenpfeifer. Und er hat die Flügel gehoben, leider. Ja, trotz R5 kein Foto. Ich fotografiere Tiere. Sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber das sind alles kleine Krebse. Ich muss sagen, der Makromodus ist schon fett. Wenn wir jetzt Strukturen direkt von oben mit einer auch etwas kürzeren Brennweite fotografieren, da möchten wir, dass wirklich alles im Bild scharf ist und deshalb schließen wir die Blende etwas.